Artikelnummer SCP-024. Objektklasse Euklid. Sonderverwahrungsverfahren. Aufgrund seines Aufbaus ist es nicht möglich, SCP-024 an einen anderen Ort zur Sicherung zu transportieren. Aus diesem Grund müssen vor Ort die nötigen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden. Um die Position des Objektes zu verbergen, wurden um SCP-024 fünf identisch aussehende Replikate errichtet. Um das Gelände von SCP-024 herum ist ein enger Sicherheitsbereich zu errichten. Separate Sicherheitsteams bewachen SCP-024 und die Replikate, ohne dabei zu wissen, welches der Objekte SCP-024 ist. Lediglich den Teamleitern ist die Position von SCP-024 bekannt. SCP-024 wird mittels magnetisch verschließbarer Stahltüren sowie verstärkten gepanzerten Wänden versehen, um ein unbefugtes Betreten zu unterbinden. Unter keinen Umständen darf Sicherheits- oder Forschungspersonal SCP-024 betreten. Der Zutritt ist nur D-Klasse-Mitarbeitern und ausschließlich zu Forschungszwecken gestattet. Alle Forscher dürfen SCP-024 nur aus dem Observationslabor aus der Ferne beobachten und nur von dort Experimente durchführen. Personal, welches versucht, das Observationslabor zu verlassen oder SCP-024 ohne vorherige Genehmigung eines Level 4-Forschers zu betreten, muss sofort festgesetzt werden. Eine Terminierung ist in diesem Falle ausdrücklich gestattet. Sollten die Sicherheitsvorkehrungen überwunden oder SCP-024s wahre Natur bekannt werden, so ist das gesamte Gelände mittels speziell dafür installierter Sprengladungen zu zerstören. Beschreibung: Bei SCP-024 handelt es sich um eine verlassene Tonbühne, welche sich einst im Besitz von befand. SCP-024 selbst ist bereits seit 1900 nicht mehr in Verwendung. Es ist nicht bekannt, ob sich seine besonderen Eigenschaften vor oder nach dem Leerstand manifestiert haben. SCP-024 befindet sich im Herzen von und wurde ursprünglich entdeckt, als eine Gruppe von Jugendlichen auf das verlassene Gelände eindrang. Die Aussage der überlebenden Gewinnerin, die sich der Polizei stellte, reichte aus, um die Foundation über SCP-024 in Kenntnis zu setzen und die Eindämmung in Angriff zu nehmen. Beim Betreten von SCP-024 werden Subjekte sofort von einer anonymen Person begrüßt, welche über die Gegensprechanlage kommuniziert und alles Gesagte innerhalb von SCP-024 hören und verstehen kann. Dieser Moderator informiert die Teilnehmer darüber, dass sie im Begriff sind, Teil einer Spielshow zu werden, bei welcher ein Preis zu gewinnen ist. Er warnt aber auch davor, dass das Spiel extrem gefährlich sein wird und dass die Verlierer SCP-024 nie mehr verlassen werden können. Danach lässt der Moderator den Teilnehmern die Wahl, ob sie in SCP-024 bleiben oder es verlassen wollen. Teilnehmer, die bleiben, nehmen nun am Spiel teil, während die anderen direkt aus dem Gebäude befördert werden. Gewinner des Spiels sowie Menschen, die eine Teilnahme bereits abgelehnt hatten, können SCP-024 aufgrund einer undurchdringlichen, unsichtbaren Barriere nicht mehr betreten. Im Anschluss werden die Teilnehmer zum eigentlichen Spiel geleitet. Der Stil, die Zusammensetzung und das Aussehen des Spiels ändern sich bei jeder neuen Iteration, aber beim Kern des Spiels handelt es sich immer um einen langen, aufwendigen Hindernisparcours, welchen die Teilnehmer meistern müssen. Auch die Regeln sind unterschiedlich. Bei einigen Iterationen kann nur eine Person gewinnen, während anderen die Bildung von Teams erlauben und fördern. Die Hindernisse in diesen Spielen können von komplett harmlos bis lebensgefährlich variieren. Während die Teilnehmer versuchen, den Hindernisparcours zu durchqueren, aktualisiert der Moderator den Status der Beteiligten und nimmt aktiv am Spielgeschehen teil, indem er häufig Ratschläge gibt, mit den Teilnehmern spricht und neue Regeln zum Spiel hinzufügt. Im Laufe des Spiels werden die Hindernisse deutlich gefährlicher und schwieriger zu überwinden und es passiert nicht selten, dass alle Teilnehmer vor dem Ende des Parcours ausscheiden. In diesem Fall drückt der Moderator seine Enttäuschung über den Mangel an Gewinnern aus, SCP-024 schließt und wird in den Ursprungszustand zurückgesetzt, bis eine neue Gruppe Teilnehmer eintritt. Jeder Versuch, die Regeln zu brechen, zum Beispiel indem andere Teilnehmer angegriffen oder bewusst Hindernisse umgangen werden, wird mit einem extremen Gewaltakt bestraft. Der Moderator ruft den entsprechenden Teilnehmer auf. Dieser wird dann von den Studiowächtern schnell und gewaltsam aus dem Kurs geworfen. Diese Studiowächter erscheinen sofort im Parcours von SCP-024, wenn sie vom Moderator aufgerufen werden, und verschwinden nach Erfüllung ihrer Aufgabe wieder. Der regelverstoßende Teilnehmer bleibt im Anschluss verschwunden. Gibt es einen Gewinner, erhält dieser einen zufälligen Hauptpreis. Alle Teilnehmer, die den Parcours überlebt, aber nicht gewonnen haben, werden vom Moderator sofort zu Verlierern erklärt. Die Lichter erlöschen und der Gewinner erscheint außerhalb von SCP-024 mit seinem Gewinn, während die Verlierer verschwunden bleiben.
Der geheimnisvollste Aspekt von SCP-024 ist jedoch, dass nach jedem Spiel eine VHS-Kassette oder eine DVD im Briefkasten vor dem Haupteingang von SCP-024 erscheint. Die darauf enthaltene Aufzeichnung zeigt das letzte gespielte Spiel in voller Länge, obwohl alle Gewinner bisher berichtet haben, keine Kameras oder andere Aufnahmegeräte gesehen zu haben. Ebenfalls seltsam ist die Anwesenheit eines Studiopublikums im Hintergrund, welches die Teilnehmer anfeuert. Auch hier behaupten die Gewinner, kein Publikum gesehen oder gehört zu haben. Bisher waren unter den Preisen, die den Gewinnern verliehen wurden, unter anderem Geldpreise, Elektronik, verschiedene Konsumgüter, Autos, Sammlerstücke, vollbezahlte Urlaube in diversen Ländern. Daten gelöscht. Die genaue Untersuchung dieser Preise hat ihre Echtheit und Normalität bestätigt. Es scheint kein erkennbares Muster bei der Höhe der Preise zu geben. Anhang 2. Um zu verfolgen, wohin die Verlierer gebracht werden, wurden die Subjekte D124 bis D135, die als Gruppe D245 in SCP-024 geschickt wurden, mit GPS-Ortungssendern versehen. Als die Verlierer verschwanden, verschwanden die Signale der Sender ebenfalls. Ob die Ursache dafür darin liegt, dass die Sender zerstört wurden oder daran, dass die Verlierer in ein Gebiet gebracht wurden, das per GPS nicht lokalisiert werden kann, ist derzeit unbekannt. Anhang 3. Der Moderator, welcher scheinbar Teil von SCP-024 ist, scheint intelligent und sich der Ereignisse bewusst zu sein, die außerhalb des Objektes stattfinden. Während des Experiments mit Gruppe D523, die nur aus Dr. bestand, unterhielt sich der Moderator statt seiner üblichen Handlung mit Dr. Die Analyse des Gesprächs hat gezeigt, dass sich die Mehrheit der besprochenen Themen auf Popkultur und über das Fernsehen verbreitete Informationen konzentrierten, was bedeutet, dass SCP-024 irgendwie in der Lage ist, Fernsehsignale zu empfangen und zu interpretieren. Das Trennen aller Strom- und Signalleitungen sowie das Entfernen möglicher drahtloser Empfangsgeräte von SCP-024 hat keinerlei Auswirkungen auf SCP-024. Als sich herausstellte, dass keine anderen Teilnehmer erscheinen würden, bat der Moderator Dr. SCP-024 zu verlassen und schlug vor, mit weiteren Teilnehmern zurückzukehren. Anhang 4. Die Studiowächter, mit denen der Moderator die Regeln durchsetzt, variieren in jedem Spiel, genau wie die Parcours selbst. Wenn sie erscheinen, sind die Wächter immer so gekleidet, dass sie dem Thema des Hindernisparcours entsprechen. Die einzigen gemeinsamen Attribute, die alle Wächter teilen, sind der Besitz einer humanoiden Erscheinungsform, die Fähigkeit, plötzlich aufzutauchen und zu verschwinden, übermenschliche Kraft und ein durch Masken oder Kopfbedeckungen verborgenes Gesicht. Die Gewinner haben jedoch behauptet, dass die Wächter innerhalb von SCP-024 keine scheinbare Form oder Gestalt haben, sondern als riesige, schattenhafte Formen erscheinen, die das entsprechende Subjekt verschlingen.